Und willkommen zu Monster Sanctuary. Ich hab keine Dingens. Ich will mal kurz gucken, ist. Skilltrank, hab ich 6 Stück. Gewährt einen Skillpunkt, kann nur einer pro Monster verwendet werden. Könnte ich jetzt machen eigentlich, aber. Wir warten mal ab. Okay, du darfst dir vorgehen und bekämpfen. Hast du verdient. Oh, beim letzten Mal hab ich die fertig gemacht. Hat ein bisschen gedauert, sah mittendrin echt nicht gut aus, aber. Was ist das für eine Schwäche? Ach, neutral. Neutral, neutral, neutral. Wir machen unser beliebtes Team. Was immer klappt. Erstmal auf Ruhe. Mein Team, was aus Buffen besteht. Ich weiß nicht, wie der angreift. Wir machen einfach Beweglichkeit. Okay, dann fangen wir mit der Feuerklaue an. Und direkt einmal Feuer. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Oder? Ja, es geht. Okay, wir müssen erstmal austeilen. Ich hatte das eine Mal Verteidigung gegeben und ich glaube, ich habe nur deswegen überlebt diesmal. Donnerschläge. Ich habe keinen normalen Angriff, oder? Dann doch ein Hammer. Sehr gut. Stimmt das, Alter, dann wird immer stärker. Gar nicht gut. Er macht immer mehr Schaden. Das ist ein kleines Problem. Aber schert mit den ganzen Buffs ja auch immer stärker. Also, das gleicht sich doch irgendwo aus. Und er verliert einfach seine Debuffs. Manchmal, scheinbar. Erhältisch. Gewitter. Die Katze bräuchte echt so ein Massenheilungsding. Ist egal. So ein bisschen. Okay. Drauf da. Schön ihr Schild weggehauen. 1300 ist eine schöne Zahl. Hochspannend. Also den Kampf gewinnen wir relativ gut, glaube ich. Der macht ja kaum Schaden, gefühlt. Ich hab's wahrscheinlich so fast alle Buffs hier, die es gibt. Nicht so viel kritisch, wie ich gern hätte. Oh, der Löwe, wenn der kritisch macht, ey. Dass er den Schild dort macht, gefällt mir auch gar nicht. Okay, weißt du was? Die Katze greift das mal kritisch an. War nicht so gut. Aber es hat den Schild fast weggehauen. Was wiederum gut ist. Okay, der Kampf war deutlich leichter als dieser Hüterkampf das letzte Mal. Ach, 4 Sterne, bei 5. Ne? Piratenhaken, kritische Chance, heilt sich selbst um 52 beim ersten kritischen Treffer eines Angriffs. Man gibt nur Crit-Chance. Alle ein Level up. Gut gemacht, du hast den Champion erledigt. Wie ein Profi. Aber die Champion muss ja gar nicht so hart. Dann sehen wir mal nach, was in dieser Schatztruhe ist. Hey, ich hab den besiegt. Nehmt eure Krippel weg. Hier ist jede Menge Gold drin. Checkpot. Und hier sind irgendwelche Kritzeleien drin. Keine Ahnung, was das wert ist. Ich schätze, du kannst sie haben. Teil mir das Gold auf, durch 3. Schließlich haben wir alle geholfen, den Eingang zur Schatzhöhle zu öffnen. Okay, ich nehme meinen Teil. Naja, gut, klingt fair. Ich will aber, dass du eins weißt. Ich habe dich gegen diesen Champion kämpfen lassen, damit ich dir nicht mehr schuldig bin. Ja, super. Das ist jetzt der Quid. Ein Spektakel wieder zu sein bedeutet mehr, als nur ein paar Champions zu vermöbeln. Wir werden noch sehen, ob du auf lange Sicht beweisen kannst. Das hat Spaß gemacht, oder? Ich liebe den Horizontstrand. Er ist mein Lieblingsort in der gesamten Zuflucht. Aber wir können uns nicht einfach entspannen und Spaß haben, während Ärger in der Zuflucht gibt. Ich habe dir deinen Anteil in der Schatztruhe gelassen. Aber vergiss nicht, auch in den anderen Schatztruhen zu sehen. Vielleicht ist etwas drin, das du gebrauchen kannst. Wir treffen uns bestimmt bald wieder. Ja, das hoffe ich doch. Okay. Skills.
Was wollte ich denn holen? Beim Einsatz von High Skills werden passiv und aktiv ein Schild gemacht. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt an sich. Witchungs erhöhen, das wollte ich schon mal bei dem machen, aber. Hat 28%. Ich hatte jetzt mal einen Angriff geholt bei den anderen mal. Och, und. Verteidigen wollte ich gleich bei dem mal hoch machen. Meine Regeneration. 170. 150. Die reichen ja bald das hier unten, ne? Das sind ja 200er. Dann wäre das echt nicht verkehrt. Ist nie so viel, wie ich gern hätte. Wie ist denn das? Das macht mehr. Aber wir gehen schon nach Mana. 220. Oh mein Gott, ich hätte gar nicht genug Mana, um den Angriff zu machen. Okay. Aber in Orca ist echt viel zu viel zu holen. Das ist schlimm. So, bei ihm. Mehr Angriff würde nicht schaden. Oder mehr Leben. Hast du irgendwas das Erleben mit Hochskilled? Oder ist bei Magie? Nö. Er könnte noch mehr Angriff holen. Ja, ne? Sonst ist ja nicht so groß dabei. Ja, hier ist noch eine Quit-Chance. Ja, auch nicht verkehrt. Kannst du das Heilen holen, oder? Alle Gegner. Sei halt auch nicht stark. Holen wir dann beim nächsten Mal eine Quit-Chance, glaube ich. Ja, so machen wir das. Okay. Der Löwe. Der tankt schon einiges, was sehr gut ist. Dieses mit Ruhm. Werden wir uns holen. So, dann werden wir bald die Angriffe brauchen. So, bei ihm hier. Könnte sein Leben erhöhen. Hält auch sehr wenig aus. Wie viel hast du dadurch jetzt? Oh, das ist schon ein ganzes Stück. Blubby kriegt noch mehr Verteidigung. 280 oder jetzt? Er wird zum Tank hier. Guck ich das an. So, die Katze. Ein besseres Wiederbeleben wäre nicht verkehrt. Dieses Mana brauche ich noch gar nicht weiter. Ich glaube, in den Frosteffekt wäre es gut gewesen. Okay. Ein Level ab noch. 2000 Gold. Eine Zufluchtsmarke. Super, wir haben noch eine Zufluchtsmarke gefunden. Jetzt müssen wir aber noch mehr Zufluchtsmarken geben. Vielleicht müssen wir nur die Gegner erkunden. Wir können zum Schneekipfel zurückkehren und den Orakel fragen. Das Orakel. Oder wir gehen durch die Magma-Kammer. Oh, ein Goblin. Huch, wer ist da? Ein Mensch, stimmt's? Denkst du kannst einfach in meinen Laden reinplatzen? Okay, du bist mein erster Kunde. Willkommen in einziger Laden, den du Goblin Bergbaugesellschaft unterstützt. Ach, du fragst dich, warum ich rede? Wir Goblins können alle reden. Du hast es nur noch nicht versucht, stimmt's? Eine Ware ist exklusiv. Hab alles nur einmal. Gefällt dir das? Schubstein. Herr David. Ein Skill-Drang brauchen wir nicht. Noch nicht. Ja, okay. Jetzt geht's los. Verbrauchbares. Schubstein. Dunkel. Oh ja. Jetzt bleiben die Bluteffekte da. Jetzt kann ich auf Blut gehen. Das braucht der Löwe auch noch. Hier unten war's. Es wird eine Kombination mit den Orca, aber das ist richtig geil. Das guckt die Katze doch auch, oder?
Oder auch nee. Moment, hier. Ach nee, heizt sich nur für Blut. Kritische Treffer haben einen 30% Chance, einen zufälligen verbundenen Ruhm zu gewähren. Dieses Monster kann noch ein weiteres Ruhm gewähren. Oh ja. Multitierangriffe. Was ist das? Restoration. Aber nur im ersten Zug. Schade. Jede Buff-Aktion verliert einen Zug. Diese Katze ist eine Buff-Maschine. Sagen wir es, wie es ist. Diesen Schubstein aber richtig geil. Wie ist jetzt die Gegner? Ich müsste eigentlich noch was abgeben bei diesen einen Typen. Naja, wir werden schon einen Warpunkt finden. Okay, machen wir hier ein paar Gegner fertig. Wasserschwäche und so weiter, das... Ist da was? Wir fangen direkt so an. Okay, wir fangen trotzdem mit den Ork an. Alles klar. Der Orca, den brauchen wir unbedingt bei so einem Bosskampf mal dabei. Da die Bluteffekte jetzt nicht mehr weggehen. Wenn sich das hochstapelt, ich sag's euch. Das ist unglaublich. Sieht jetzt noch nicht so gut aus, ne? Aber vertraut mir, das ist wirklich geil. Okay. Lavawelle. Achso, ich hab keinen Heiler dabei. Ja, gut. Da brauchen wir noch mehr kritisch. Okay. Und du gehst auf den. Das ist noch nicht so gut alles hier. Lavawelle. Rüstungsbruch. Mein Team kackt gerade ein bisschen rein, hab ich einen Eindruck. Hab ich gesagt. Ja, ohne Heiler ist halt immer ein bisschen riskant. Wie schnell sind die eigentlich? Soll ich auch mal gucken. 29. Also wie mein Team. Ja, machen wir kritisch hier, geht doch. 140. Also dieser Bluteffekt kommt dann richtig gut, wenn ich schon zweites Monster habe mit Blut. Fuck. Ja, das ist gar nicht, ja. Okay, wir werden mit hinten los. Komm schon aus, du musst es schaffen. Der Orca fehlt, jetzt geht kein Eisschaden mehr. Okay. Den Kampf haben wir verloren. 300 Kill verloren. Die hole ich mal wieder. Okay, pass mal auf. Wir brauchen einen Heiler dabei. Und dann klappt das auch. Auf Ruhe. Fangen wir direkt zu an. Aber ist eigentlich nicht möglich. Warum macht das mehr Schaden? Na gut, ist okay. Ach so, weil ich physischen Angriffsdings habe. Alles klar. So, Juwelenkanone. So, wenn wir das so sehen. Dieser Schild, ne? Der Kohlenwurf. Solarstrahlen. Ich soll mich darauf konzentrieren, erstmal einen loszuwerden, habe ich den Eindruck. Okay. Da könnte er dann gleich sterben, allerdings. Den könnte man auch loswerden, eigentlich. Okay, es sieht deutlich besser aus als vorhin noch. Es scheint ja die Sonne ist streuen. Okay. Einfach so Geld verloren, ey. Kriegen wir alle aber weg jetzt. Ich meine, der eine würde am Feuer sterben, oder? Das sind wir uns doch alle einig. Juwelenkanone.
Auf jeden Fall brauchst du bei einem Löwen, dass er ebenfalls Blut macht. Dazu brauche ich ein Level Up. Dann hätte ich das. Wie viel leichter ich das jetzt auf einmal gewinnen? Angriff. Okay. Ich hab gar nicht geguckt, wie viel Geld ich bekomme. Der Orga sieht irgendwie cool aus. Level Abteilchen. Runter. Das kann ich noch nicht wegmachen. Wir könnten mal kurz gucken, ob die Wand kaputt machen. Nee. Die geht nicht kaputt. Okay, da komme ich dann raus irgendwann. Hoffentlich. Hier drüber jumpen. Das ist ein verschobener Flieger. Die sind alle 29, ne? Blubby. Machen wir das so. Okay, Gift. Die weiterentwickelte Form oder die vorige? Ja, die weiterentwickelte, fertig. Die sind fast gleich stark irgendwie gefühlt. So müssen wir aushalten hier. Okay, auf Ruhe. Dass mein Löwe ein bisschen kritisch macht. Und da holen wir da mal drauf. Sehr schön. Verjüngen. Okay. Gefällt mir gar nicht. Oh, Kacke. Ich würde sagen, eine heilende Welle. Wir machen einen zufälligen Debuff dadurch. Frost zum Beispiel. Die Katze muss erstmal ein bisschen was tanken. Ja, das soll jetzt drauf gehen. Okay, den ist mal los. Hochspannung. Diese Weiterentwicklung fertig zu machen, war eine gute Entscheidung. Denke ich. So, dann wieder Gift. Blubby macht so wenig Schaden. Das ist unglaublich. Aber da arbeitet er auch mehr mit Debuffs. Das ist die Sonne hier so reinscheint. Okay, los, Juwelenkanone. Okay, da können wir gleich drauf gehen. Dann können wir auf den Goblin losgehen. Wir machen erstmal hier wiederherstellen. So, dann. Wir gehen auf Nummer sicher. Da er jetzt ein Schild hat. Ist er weg. Juwelenkraft. Juwelenkanone. Was ist denn dieser Zusatztreffer jedes Mal? Es kommt von der Katze, glaube ich, aber. Weil das ja vorhin nie war ohne der Katze. So, Regen. Seine Verteidigung nochmal senken. Body-Buffs loswerden. Und Juwelenkanone. Oh, das hat gereicht. Klüfliegenei habe ich sogar bekommen. Weil ich noch keinen hatte. Okay, die kämpft die auch echt ein bisschen. Oh. Sie hat diese seltsame Schwingung an. Es wirkt bedeutend, findest du nicht? Aber es ist voller Symbole. Vielleicht sind da Wörter an der Sprache. Ich wurde, dass wir vor uns sehen, ist ein Runenstein. Das würde bedeuten, dass es irgendwie in einer magischen Kraft wohnt. Wenn wir diese Kraft freisetzen könnten, könnten wir sie uns einen neuen Weg öffnen. Wir brauchen allerdings jemanden, der belesen ist als wir, um diese Rune zu entziffern. Vielleicht kann wir uns helfen. Er sollte in der Bibliothek der Festung in der Hütte sein. Es ist der Teleportationsschnitt dort. Bitten wir ihnen um Hilfe. Da fehlt auf jeden Fall ein Stück. Das wirkt schon Teleportationsstein. Lass mal kurz die Karte checken. Ja. Gecheckt. Ich will aber erst noch zu den Piraten-Dingens. Ich muss noch was abgeben.
Warum muss Kühl nass gehen? Warum noch ein Mantra zum Schwimmen? Den Dodo wollte ich schon abgeben. Ja, das muss man machen. Ist ein dunkler Dodo. Den wollen wir doch mitnehmen. Okay, er hat eine Wasserschwäche. Eine Feuerschwäche. Aber nehmt lieber noch einen Heiler mit. Denn es ging ja vorhin echt schief. Wir machen erst den hinten, den Dodo, fertig. Okay, dann die Feuerklaue auf den. So viel Schaden. Und dann heilt er. Turnier. Und eine Aquakanone. Auf eine Katze. Okay, die Katze heilt sich einfach mal. Dann die Seegut auf den, dann ist der auf jeden Fall weg. Stirbt sowieso schon. Dann die Feuerklaue auf die Krabbe, vielleicht kriege ich sie weg. Sehr schön. So muss das sein. Da ist nur noch ein Dodo über. Ja, machen wir die Krallen drauf. Dann die Seewut. Sieht gut aus. Und die Feuerklaue. Ich hätte das für die Feuerklaue machen sollen, glaube ich. Und geschafft. 5 Sterne. Ich bin nicht gestalt, wie viel Geld ich hier krieg. Da, 180, alles klar. Ein dunkles Dodo, ey. Ich hab schon einen hellen. Wo war denn eigentlich der eine Typ? Eigentlich brauche ich noch ein Level ab. Das soll ich ohne einen Angriff nehmen. Der eine will auch seinen Ring wieder haben. Hier so. Oh, du hast den Eingang zur Schatzhöhle gefunden und meinen Gedenkring mitgebracht. Vielen Dank. Jetzt werde ich endlich herausfinden, wie die uralten Worte meiner Familie lauten. Nicht das Firma. Oh, das ist nämlich öde. Das wusste ich bereits. Ich denke, ich werde den Schmied bitten, die Inschrift zu ändern. Aber ich danke dir dann natürlich. Das sind Blumen verdient. Eine Beutekiste. Du hast mir eine große Gefallen getan, die Dinge abzuschließen. Mischka als Gold. Weißt du, hast du erkunden noch den Strand? Vielleicht gehst du noch ein Level ab zusammen. Ich hoffe, ich gehe noch ein Level ab zusammen. Was soll das fliegen? Und die Magma-Kammer erkunde ich aber nächsten Mal. Ich muss von der anderen Seite kommen. Bin mal gespannt auf die Magma-Kammer, wie gut ich da vorankomme. Ach, den Dodo wollte ich schon abgeben. Ja, dann. Dann schwimmen wir erstmal hier rüber. Hier ist ein bisschen was zu erkunden da. Großer Trank. Den großen Trank mitnehmen ist nie verkehrt. Weißt du was, die machen wir fertig. Wir machen das wieder so. Oder? Moment. Blubby nehmen wir mit. Okay. Wir machen noch den Rüstungsbruch. Ich hoffe, ich bereue jetzt die Katze. Ach ich habe die Blubby als Heiler. Alles gut. Hier sind mal schöne Rosteffekte. Und hier gibt es die schönen Feuerklauen. Okay, die Krabbe ist fast weg. Geh nicht auf meinen Orca los. Okay. Ich könnte heilen, aber ich könnte auch Rüstungsbruch auf den machen jetzt. Okay, dann gibt es noch eine weitere Seewut. So schön. Und jetzt die Frage. Klauen auf den. Zwei weg, einer lebt noch.
macht Bluey jetzt? Pass mal auf. Arkaner Blitz. Bluey ist ein Kämpfer. 5 Sterne. Krass, bin ich Juwelstahl. Da fehlt einiges an Level. Wie komme ich da hoch? Lass uns das aufmachen. So, ob ich da echt nie hochkomme. Ja. Ha! Jetzt kommen wir da hoch. Monsterglocke. Die haben eine Erdschwäche. Stimmt. Du hast Erdangriffe. Und. Machen wir wieder so. Okay, wir gehen jetzt auf den Schwächsten los. Würde ich sagen. Dicke Seewut. Kein kritischer dabei. Enttäuschend. Okay, das war's für den. Oh, Gift ging weiter auf den nächsten. Sehr schön. Okay. Vergiften den da hinten. Wir machen hier die Seewut wieder. Wir machen die Feuerclown rein. Und das weg. Perfekt. So, Säuregen. Da wird die Verteidigung schön gesenkt. Nächste Seewut. Ja, das Thema ist gegessen. Also hier, dagegen komme ich echt klar. Mit den Kämpfen. Auch in der Magma-Kammer ist es echt gefährlich. Quidwing. Okay. Da rechts wäre noch was. Schwimmen wir doch mal darüber. Ich hätte echt gerne noch diese Level up zusammenbekommen. Aber kann man nichts machen. Schwimmen wir erstmal nach rechts. Gucken, was da ist. Die Sonne, die nervt gerade ganz schön. Hier ist ein Dingens. Oder falscher. Okay, jetzt können wir da rein. Was kriegen wir da? Hier ist der Jedi mit Tegel. Machen wir mal drauf. Stachelfisch festhalten. Zu Juwel. Ich hoffe mit dem Greenscreen das haut noch hin irgendwie. Ich denke, dass meine Kamera echt dunkel wird. Oh, ich muss jetzt echt darüber rein, ne? Wow, das klappt ja easy. Seltene Muschel. Okay. Dann weiter rechts vor noch was. Boah, ich überlege gerade einfach nur noch jetzt das lange Level, bis ich dieses Level 3 erreicht habe. Könnten wir machen eigentlich. Also ich werde noch schnell Level 30 erreichen, dass ich das nichts erledigt habe. Ich werde wahrscheinlich einfach die Kämpfe jetzt überspringen an dem Punkt. Gut, ich habe Level 30 erreicht. Eigentlich kann ich hier noch so einen Skilltrank verpassen, oder? Scheiße. Zumindest da, wo ich sicher bin, ist die Behalte soweit. Also. Die vier. Bei Maki und Bluey bin ich schon nicht ganz sicher, ob ich die irgendwann mal kick.
So. Was kann man hier kriegen für den? Gut schon. Kritischen Schaden wird uns 10% eigenen kritischen Schadens verringert. Oh. Das ist schlecht. Was macht denn das hier eigentlich? Wenn man den Angriff dieses Monsters wieder. Dann halt es macht Rüstungsbruch. Achso, den Gegner wie geschossen. Ah. Stimmt, ich wollte das auch noch holen. So viele Sachen zu holen, es ist furchtbar bei ihm. Ah, es ist. Bei der ersten nicht schädigen Aktion dieses Monster im Kampf erhält Verbindung zu dem zufälligen Buff. Hm. Er greift fast immer an. Eine Monstergruppe Macht erhält, besteht in 50% Chance, dass er Zauberei erhält und umgekehrt. Ah, ich verstehe, worauf das hinausgeht. Der erste kritische Treffer. Okay. Machst du immer noch einen weiteren kritischen Treffer? Wie ist das? So, warte mal. Wir wollen das irgendwann da auf jeden Fall haben. Erhöht die kritische Chance von aquatischen Monster der Gruppe 5%. Er ist ja aquatisch, ne? Er ist für sich selber zwar nur aktuell, aber. Viele gute Sachen, es ist furchtbar. Das mit der Mana-Regeneration ist so eine Sache. Für ihn selber das ist echt gut. Ja, wie lösen wir das? So, dann fangen wir da unten an. Das zu machen. So, er braucht auf jeden Fall die Schläge. Bei Angriff werden 2 Debuffs und die Monster der Gruppe mit den meisten Debuffs entfernt. Oh mein Gott. Das brauchen wir auf jeden Fall. Entgeht ein Monster der Gruppe einen Treffer durch Ausweichen oder Blinden. Schätzungsverschlag ist ein zu wegen Buff erhält. Das ist echt eine Buffmaschine, das Ding hier. Das Messer drin. Heilen durch Buffen. So richtig gut. Aber schon bei erstmal einen Angriff holen, ehrlich gesagt. Hol erstmal die Feuerschläge, glaube ich. So, hier unten müssen wir echt noch einige Dinge holen. Verbrennstabeln wäre richtig nice. Die Crit-Chance erhöhen wäre auch richtig geil. Altern wollten wir. Stimmt, stimmt, stimmt. Dieses Blut, ich brauche dieses Blut erstmal. Zusammen mit den Orca ist das einfach richtig gut jetzt. Heilen, also Schaden. Hm. Das wäre auch nie verkehrt. Wer macht da oft die schädigende Aktion? Ich kann mir was von dem Feuerschild holen. Ja, gut, ist mit dem Feuerschild. So, Blubby. Mesation. Ah, stimmt, das sollten wir auch mal holen. Oh, das ist alles unglaublich. Gesundheit wird in Höhe von 2% der regenden Mana. Ah. Dann heilen könnten wir auch besser machen. Er hat echt viele gute Sachen. Ich werde mal was mit das holen. So, die Katze. Was haben wir eigentlich hier unten so schöne Sachen? Kritische Treffer haben eine 30%ige Chance, einen zufälligen verbindenden Ruhm zu gewähren. Das ist richtig gut. Alle aus der Gruppe allein. Achso, bei diesen Massenangriffen. Hm. Angriffsheilung. Ja, gut, er greift nicht so viel an. Da heilt mir. Oh, noch mehr Buffen, Alter.
Wir gehen auf das hier erst einmal. Wunderbar. So, gehen wir kurz bei den Schmied rein. So, wir können einiges machen. Wir könnten sein Kuh neu verbessern. Machen wir mal den Umhang. Hier haben wir einen Reißzahn. Erster Ring. Was ist Medaillon? Was hat die Katze noch? Die Feder. Pandoras Büchse. Und dann hört's auf. Okay, ich wollte eigentlich noch Monster abgeben. Deswegen bin ich mich hier. Okay, wir haben einige Dinge bekommen. Mehrere Eier spenden. Den haben wir, den haben wir. Den hält das mal da. Du wolltest abgeben. Okay, okay. Machen wir das erstmal so, würde ich sagen. Ich kenne eigentlich auch die Verschwurbeln eigentlich abgeben, aber naja. Noch mehr Armeestärke. Noch einen Skilltrank bekommen. Monsterglocke. Okay. Wollen wir einen Schubstein? War jetzt aber nicht dabei, oder? Nee, leider nicht. Leider nicht! Schade eigentlich. Warte mal, ich wollte noch diesen Dodo-Ding jetzt abgeben. Das machen wir doch schnell. Hey, hier ist noch so ein Erdding. Krass, grünes Juwel. So, hier drüben war ja das Dings hier. Kann ich sein Dodo nicht abgeben? Super, welche Art Dodo möchtest du abgeben? Welchen dunkel verschobenes Hingib, kriege ich ein dunkel verschobenes Monster, oder? Jetzt das probieren wir einfach aus. In Ordnung, tritt zurück, ich schalte den Schockgefriervorgang ein. Es ist immer noch dunkel. Okay. Der Vorgang ist abgeschlossen. Schock wird Eier schaffen. Wir haben es wirklich geschafft. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es funktionieren würde, da ich noch nie die Gelegenheit hatte, einen ausgestorbenen Monster wieder zu Leben zu erwecken. Du hast ein großes vollbracht. Dank dir gibt es eine Monsterspezies mehr zur Flucht. Dieses Monsterwissenschaft dankt dir für deine Dienste. Nimm das als Zeichen unserer Dankbarkeit, Beutekiste. Wenn du möchtest, kann ich noch weitere Dodo-Eier transformieren. Ja. Natürlich. Oh, ein Pinguin. Pingu. Was kann denn der? Ist der gut? Skills. Der hat zwei Schwächen. Und zwei Resistenzen. Immer diesmal seinen Gegner einen Debuff zufügt, bestehen unter 35% die Chance, dass ich der Debuff einen weiteren. Ah, okay. Also würde mit Debuffs arbeiten, nehme ich mal an. Da hat er auf jeden Fall Schwäche drauf. Kann Frost zufügen, was gar nicht so verkehrt ist. Ein bisschen Blitz hat er. Ja, was da Schockschaden erlebt, steht in einem 40% schon. Gift. Kann noch Gift, Multifrost. Okay, er hat noch Heilungen drauf. Wenn er mal das Blubiat nehmen, tatsächlich. Ja, hier noch ein paar Heilungsdinger hat. Und auch ziemlich viel debuffen wird. Ja. Aber bleib bei Blubiat erstmal. Was wären bei den Wechselstellen? Du wirst einen Debuff entfernen. Das ist eigentlich schon verkehrt. Am Anfang. Aber gut. Dann sag ich schon mal bis zum nächsten Mal. Wir haben es geschafft. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Dann geht's ja weiter in der Magma-Höhle.